der vertikalen Form des Stirnbeins und der Kinnspitze des Unterkiefers scheint das Opfer weiblich und Mitte 30 zu sein. Der Aufbau des Oberkiefers lässt auf eine Weiße schließen. Die Organe zeigen keine Anzeichen von Zersetzung, trotz der vielen Fraßschäden am restlichen Körper. Hat sich einer aber ordentlich verspätet. Ich hab dich angerufen, aber du bist nicht angegangen. Hör zu, der stellvertretende Direktor hat mich im Büro aufgehalten. Ist alles in Ordnung? Ja, er wollte nur ein paar Fallakten prüfen. Fallakten? Deine Fallakten? Hast du Fehler gemacht? Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe nur einige Berichte von ein paar Agents durchgesehen, das ist alles. Oh. Sie alle, Lieblingsschüler des Lehrers. Gut, lassen wir die Anspielung auf die Schule, ja? Also, die Leiche im Sumpf. Wir sind noch nicht weiter, die Tiere haben Hände und Füße gefressen. Normalerweise essen sie den fleischigen Teil zuerst. Kurze Frage, wieso haben die Tiere den fleischigen Teil nicht zuerst gegessen? Wir haben keine Erklärung und das ist sehr frustrierend. Okay, gibt's Kleidung oder persönliche Gegenstände? Es ist wohl eine reine Leichenentsorgung gewesen. Zusätzlich zu den Fraßschäden gibt es eine beträchtliche Anzahl von Knochenbrüchen. Hast du Tode geprügelt? Ich habe noch keine Erklärung für die Brüche, aber es war keine stumpfe Gewaltanwendung. Habt ihr wenigstens den Zeitpunkt des Todes? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem es wirklich merkwürdig wird. Insektenaktivität ist überall zu finden. Wir haben eine Besiedlung von Pyophilidae im Schädel und in den Extremitäten. Todeszeitpunkt zwischen 72 und 96 Stunden. Also 3 oder 4 Tage. Was ist so merkwürdig daran? Dass in der Körperhöhle Caliphoridae-Larven sind, die auf einen Todeszeitpunkt von vor 3 Stunden hinweisen. Die Leiche wurde doch viel früher gefunden. Ganz genau. Die Chrysomia rufifacies in den Füßen deuten allerdings darauf hin, dass der Tod vor 14 Tagen eintrat. 3 Stunden, 3 Tage, 2 Wochen. Also was denn nun? Naja, die Beweise sagen, dass alles 3 stimmt. Das ist aber nicht möglich.